Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich zu einem neuen kleinen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen heute mal wieder seit langem Ark Survival Evolved in der quasi Vanilla-Version auf der ersten Startinsel. Mit zusammen heute natürlich mit dabei ist der Sergeant mal wieder. Ja, grüß dich. Hallo. Ich würde gerne winken, jetzt. Ja. Hallo. Und die Lea als alte Expertin quasi in Ark. Hallo, Lea Marsha. Die auch einen Kanal hat übrigens. Könnt ihr gleich mal vorbeigucken. Lea Marsha auf YouTube. Alle mal vorbeigucken. Und abonnieren. Und aber auch nur zu Besuch hier, ne? Das musst du ganz klar feststellen. Ja, du bist dann nur zu Besuch. Aber du weist uns quasi ein in die Tiefen von Ark. Gib mir doch nicht so eine Verantwortung, bitte. Also ich habe einen Speer, das muss reichen. Was? Ja, du hast jetzt die Verantwortung. Ich stelle mich hinter dich. Mach was? Ich habe einen Speer. Du hast mehr Erfahrung als ich. Ja, also die mit den 4000. Arg länger als ich. Das sagt die mit den 4000 Stunden. Du hast früher angefangen. Ich habe mehr Stunden, aber du hast früher angefangen. Ja gut, das ist dann nicht so zu. Kennt das noch ganz alt. Weißt du, damals, als noch keine Bäume standen. Mhm. Und keine Steine waren. Nur Sand. Wo es nur Sand gab. Wo man sich aus Sandbogen gebaut Brontos hat. Brontos und Raptoren und Rechse. Und das war's. Genau, und Sand. Vor allem viel Sand. Und Sand, ja. Ganz, ganz viel Sand. So, ich würde sagen, wir suchen uns mal einen Ort, wo wir uns erstmal niederlassen können, oder? Was meinst du? Was meint ihr? Hier so ganz um die Ecke, da habe ich ja in meinem Singleplayer meine Base, ne? Echt? Okay, wo? Ja. Da. Hinten bei den Steinen? Witzig, ich auch. Ja. Na super. Dann scheint das ja ein guter, beliebter Platz zu sein, oder? Ich habe einfach bin da gespawnt und habe da angefangen, deshalb. Du hast da halt eigentlich nichts, ne? Du hast kein Metall da, du hast keine Kristalle, du hast also ja, ist das ein paar Steine ist und strategisch und schlecht da zu bauen, meinst du? Eigentlich schon. Und wobei, dann, ne, im Singleplayer, in PvP oder so, ist das ja gar nicht so schlecht. Na gut, aber wir spielen ja kein PvP. Egal. Wir spielen ja nur PvE. Von daher wäre es egal. Den könnte man sich da aufbauen. Das ist sehr schön. Da vorne, da hinten ist ein Raptor. Sehe ich schon jetzt. Da hinten. Ich sehe ein Kanu. Ein Raptor sehe ich. Ist das ein Kanu? Dann ist es halt ein Kanu. Ist ja so klein. Ja, war nicht mal größer? Hat jemand schon Bolas gelernt oder so? Nee, nein. Ich habe noch gar nichts gelernt, weil ich dachte mir, wir teilen das wahrscheinlich wieder irgendwie auf. Ich habe grundsätzlich nichts gelernt. Na, gut. Mathe nicht. Ich mach mal, ne? So, und ich pick's mit dem Sergeant noch ein bisschen mit unseren Stöckern. Schön ins Auge. Aua. So. Schön. Wenn wir nichts können, dann wenigstens das. Ah ja. Ich gehe wieder auf Bauen. Ich mag Bauen. Ich finde Bauen so toll. Ich baue gern Häuser. Brauch eine Aufgabe. Töte den Kanu. Ja, töte den. Das töte ist doch das Ding. Aufgabe. Aber sag mal, war der nicht wirklich mal größer? Waren die Dinger nicht mal größer? Oder ist der nur so weit weg und wirkt er so klein? Der ist ein bisschen weiter weg, deswegen sieht er so klein aus. Ach so. Oh, fuck. Ich habe nichts getan. Ich war es nicht. Wirklich nicht. Das sagen immer alle. Es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Er kam zuerst auf mich zu. Es passiert ja nichts. Ist ja alles okay. Okay, ach, der hat sich ja festgebackt, ne, Gott sei Dank. Weiß gar nicht, wo er ist. Der hängt da irgendwo fest am Baum. Das läuft ja wieder. So, wie ist der Plan? Plan ist, wir suchen am besten einen Ort, wo wir uns erstmal so eine Grundbasis aufbauen können, oder? Macht das Sinn? Bestimmt. Macht sehr viel Sinn, ja. Grundsätzlich immer, oder? Man muss sich ja erstmal niederlassen, irgendwo. Erstmal häuslich niederlassen, ein Feuer. Ja, weißt du, ich hab so einen Koffer in Berlin, kennt man auch. Ja, genau. Brauche einen Koffer hier in Ark. Erstmal irgendwo einen Schlafsack hinlegen und so. Ne? Pro Schlafsack, siehst du. Erstmal vollstopfen. Boah, für mich ist schon wieder so voll, ey. Ja? Ja. Sprich ich aus? Ich überlege nur gerade, ob ich mal irgendwie Feuer irgendwo mache, weil wegen Essen und Fleisch und so. Ihr habt schon Fleisch, ne? Ich hab nur Bären. Was macht ihr da? Achso, ja, okay. Ich hab schon wieder zu viel Holz bei Ains. Der sieht nicht gerade freundlich aus. Soll das so? Hey, schmeiß doch nicht den Biber irgendwo an den Kopf. Also, dass der Kanu nicht freundlich ist, das muss so, ja. Was willst du von mir? Hopp, Biber. Ja, der hat... Okay, achso, jetzt ist er da. Oh Gott. Ja, der hat's ja gerade noch festgebackt gehabt. Jetzt kommt er auf jeden Fall hierher. Na toll. Mal irgendwo hingehen. Was macht ihr da? Nichts. Der frisst den Biber. Alles gut. Geht's hier oben auf den Stein einfach.
Ah, ich glaube, das bringt nichts. Okay. Ja, was doch, das jetzt? Bringt was. Kampf der Natur. Biber gegen Kano. Und der Biber gewinnt? Ha! Das ist ja lustig. Der Kano haut ab vor dem Biber. Haha! Voll, der kommt auf mich zu. Der kommt auf mich zu. Ah! Mann, ich bin gerade beim Abbauen. Der Biber dreht voll durch, ey. Voll der Terror-Biber. Herzlich. Guck mal. Alter. Fünf Bären auf den Biber. Ja, ich sitze voll auf den Biber, ey. Der Kano ist gleich hin, ey. Ich verdrück mich mal kurz, ne? Guck mal, jetzt ist er tot. Jetzt hat er den Kano getötet. Komm, den holen wir uns. Ja, stoppen wir uns den Kano. Es gibt Fleisch. Ja. Menschenfleisch, yay. Er war auch nur Level 2. Ja. Oh, da kommt aber Fleisch raus, Mann. Lecker. Geil, Filet. Heute Abend ist der Kano war Level 2? Ja. Okay, das heißt, du hast die Servereinstellung auf Hälfte gestellt. Welche Servereinstellung? Die Servereinstellung auf Hälfte gestellt. Also ne, nicht 120 ist Max Level, sondern 70? Ich habe Schwierigkeit auf 0,2. Wenn du das meinst. Ja, dann ist es das, ja. Okay. Ja. Dann ist Max Level ungefähr 50. Ah. Ja. Okay. Ach, kann man noch anpassen beim nächsten Mal. Ja. Das wäre vielleicht angebracht. Okay. So für so einen Arc-Profi, einen Veteran. Wen? Da kannst du doch nicht mit Level 40 Tieren spielen. Wen meinst du? Wen meinst du? Ich? Achso. Ich rede immer noch von dir. Ja, ich als. Achso, verstehe. Bei Arc-Profi höre ich immer auf, ne? Weiß ich immer nicht, wer gemeint ist. Ne, halt der Arc-Veteran. Du bist länger dabei als ich. Da kann ich dich immer drauf festnageln. Das ist ja. Bist du die Arc-Experte mit deinen 4.000 Stunden? Naja, kennst jeden Trick, jeden Winkel. Experten würde ich mich immer noch nicht einstufen. Jeden einzelnen Stein musst du ja schon kennen hier. Quasi. Ja, also eigentlich... Ja, fast. Na, siehst du. Aber da wäre Lone Star eigentlich der richtige Ansprechpartner, was das angeht. Der gute Lone Star. Der Lone Star. Wie hat der schon 80.000 Stunden? Nee, 8.000, glaube ich. Aber immer noch krass. Keine Ahnung, wo er jetzt gerade steht. Jetzt. In letzter Zeit spielt er ja nicht mehr. Ja. So, wollen wir uns irgendwo hin bewegen oder bleiben wir erstmal hier so in der Ecke? Oder meinst du, das ist ein guter Ort hier? Base-Spot finden. Also eigentlich, hier kommt ja nicht so viel Böses. Ne, wir müssen ja irgendwo hin. Wäre das eigentlich gar nicht schlecht, hier zu bleiben. Okay. Man kann sich dann ja Petris zähmen und ausschwärmen. Petris. Petrovic. Ich bin sowas von überladen. Ich bin der Arknoob, also ihr müsst mir sagen, was ich machen soll. Ich habe gerade mal 50 Spielstunden, wenn überhaupt. Das ist wenig, verhältnismäßig. Deshalb, ihr müsst mir sagen, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Zähm mir ein Pteranodon. Ja. Ist klar. Auf jeden Fall. Los geht's. Überhaupt kein Problem. So, jetzt. Und jetzt du. So, soll ich immer irgendwo Lagerfeuer hinsetzen? Wollt ihr jetzt habt hier ihr Leder? Bauen? Ja. Habt ihr Leder, habt ja. Ihr Steine? Ja. Steine kann ich nicht sagen. Du Steine? 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 Ja, Steine habe ich. Mann, warte jetzt. Leder. So 20 Leder oder so. Ja. Den her damit. Ja, so fordernd. Braucht ihr noch hier Strohzeug? Schmeiß ich mal raus. Ja. Fasern? Ja. Also ich hätte ein Lagerfeuer. Das hätte ich schon mal im Angebot. Nur so nebenbei. Ich würde das einfach mal, wenn ihr jetzt hier bauen wollt, würde ich das mal hier platzieren. Lagerfeuer ist schon mal ganz gut. Dann baue ich das einfach mal hier vorne hin. Hier so. Ah. Da eigentlich noch irgendwie Holz dabei gehabt? Ja, ein bisschen. So, bauen wir jetzt mal schön. Stroh. So, das Wichtigste ist erst. Eingang. Sehr süß. Voll niedlich. Ich find's gut. Kann man wenigstens mal benutzen hier so. Türchen. Ich finde das super. Voll praktisch. Wir haben auch keine Wände, aber wir haben eine Tür. Ja. Das ist das Wichtigste. Stroh. Muss ja anklopfen. Sind noch Stroh.
Kohlenkopf. Ich noch eigentlich? Fasern. Ah, Fasern. Ich brauche so viel Fasern. Es geht wieder los. Das Gefaser, abfasern. Ich habe doch da gerade Fasern hingeschmissen. Das war doch Stroh, ja. Oder? Auch. Ich habe Fasern. Fasern habe ich zur Not auch noch. Also, wenn du Fasern haben willst, ich habe ein paar jetzt. Ich baue mal eine Kiste. Ich habe eine Kiste. Ah. Hast du schon eine Kiste? Ja. Eine Kiste, ich kann mir mal Kiste, ich stelle die Kiste mal hin, ja. Ich habe Durchfall. Oh, oh. Das klang nicht gesund. Ah, lecker. Ich habe eine Kiste in Berlin. Kiste in Berlin. Oh nein. Stell mal eine Kiste rein. Ich stell mal die Kiste hin. So, Kiste. Guck mal, Kiste. Hier packe ich gleich mal rein, den Mist. Das will ich nicht rumschleppen, das will ich auch nicht rumschleppen. Okay. Das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Das auch nicht. Das will... Ernsthaft? Ich kann mich jetzt nicht bewegen? Jetzt nur, weil ich... Kann man eigentlich irgendwie besser auf die... Naja, hatte ich ja schon mal gefragt, oder? Wenn man irgendwie besser auf die das Inventar zugreifen kann? Besser aufs Inventar zugreifen kann? Ja, auf die Schnellleiste. F oder I? Nee, ich meine, also auf die Schnellleiste. Außer durch die Zahlen. Also man kann, der konnte ja nicht durchscrollen, ne? Nee. Kannst du es mit der Maus anklicken? Das geht. Aber bringt ja hier eigentlich auch nichts. So. Haben wir einen Mörser schon? Nee. Ich hab ihn gelernt, aber ich. Warte mal, ich. Ja, dann bau doch mal. Da ist genug Zeug in der Dings hier. Fast genug. Ein bisschen Leder fehlt. Ein bisschen Leder. Naja, Leder ist genug da. Okay. Steine wollen noch. Alles Tee? Nee, auch nicht. Aber Steine sind doch drin. Arbeite dran. Achso. Kann doch nicht hexen. Warum mache ich das denn die ganze Zeit rein? Ja, weil du gerade sagtest, da wäre nicht genug. Da habe ich gedacht, da fehlt noch was. Nicht, ich hatte nicht genug dabei. So, jetzt. Achso. Oh, zack. Oh. Haben wir hier zwei Türen? Notausgang oder was? Ja. Notausgang ist immer gut. So, das kann da rein. Das kann da auch schon mal rein. Hä? Da nicht irgendwie ein Menü? Achso, ja. Hm. Da. Logisch. Na, verdammt. Fleisch habe ich noch gar keins. Schon im Feuer. Nee, habe ich hier eine Kiste. Jetzt so. Oh, du meinst für. Ich meine jetzt Gammelfleisch. Ja, ich habe nur ein bisschen was gehabt bis jetzt. Bisschen Gammelfleisch. Skandal. So, wie kommt es eigentlich, dass wir hier nochmal, dass ich nochmal Ark spiele? Gute Frage, lieber Chat. Es gibt keinen Chat. kommt es eigentlich, dass wir nochmal Ark spielen? Ja, das kommt einfach darauf, dass wir immer wieder Bock hatten. Wir haben ja in letzter Zeit in den Streams immer auf Twitch immer ein bisschen öfters Ark gespielt und waren der Meinung, Mensch, oder ich war der Meinung, das könnte man ja mal wieder aufnehmen. Einfach mal, weil es wieder lustig ist. Sicher, dass du dich in meine Folgen reingeguckt hast und gedacht hast, hey, das könnte ich ja auch mal wieder machen. Nein. Nein. Klingt überzeugend, oder? nee, nicht so richtig. Ach, verdammt. Oh. Ja. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, tut mir leid. Nee, alles gut. Ich wollte gerade am Punkte verteilen. Soll ich irgendwas lernen? Irgendwas Bestimmtes schon noch? Werkbank? Oh, verdammt. Werkbank? Was? Kann ich noch nicht. Kannst du noch nicht? Ich glaube nicht. Kommt doch erst recht später, oder? Oder später irgendwann. Eigentlich nicht gar nicht so spät. Irgendwie 15, 16, keine Ahnung. Dann habe ich es noch nicht. Nein. So bin ich noch nicht. Also ich habe jetzt schon mal Narkosemittel, Bett. Ja. Das Wichtigste. So weit, ja. Genau. Finde ich gut. Ein Holzknüppel. Holzknüppel kann ich auch schon. Ja. Geil. Achso, genau, den wollte ich gerade erstmal bauen. Knüppeln wir uns erstmal ordentlich einen weg hier. Immer. Sehr gute Idee. Hose. Faser neu noch. Steht hier wahrscheinlich mitten. Das ist eigentlich so clever, so dicht an Wasser zu bauen. Ich weiß aber nicht.
Also so, wegen ich Flut, meine. Meinst du? Ja. Nein, ja, auch wegen Ebbe. Nein, ich meine jetzt so, wegen Ebbe. So ungeschützt, so quasi. Also die fiesesten Viecher sind ja in der Mitte von der Insel, ne? Haben wir ja alle von Jurassic Park gelernt. Oh, okay. Haben wir das? Ja, ja, überlege ich auch gerade. Wobei, dass hier in Ark natürlich noch so eine eigene Mechanik hat, dass hier die Möwen an der Küste unterwegs sind. Die alles klauen. Und die Möwen sind auch fiese. Auch fiese. Hey! Erst steht er an der Tür. Er steht und dann will ich da rein. Und baut er mir die Tür vor die Nase? Ich glaub's ja wohl nicht. Sorry, ey. Was zur Hölle? So muss es sein. Dein Timing ist echt wie immer brillant. Ja, ich weiß. Das kann ich. Wenn ich das kann, dann kann ich im Weg rumstehen und Leuten eine Tür vor die Nase bauen. Das stimmt allerdings. Hier, Hasse. Was ist das? Danke. Weiß ja nie, wofür man es braucht. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe für mir auch nochmal eingebaut. Fasern. Falls man mal knüppeln muss. Ah, Knüppel. Oh Gott, ja, der toll. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Soll ich dir den Knüppel wieder abnehmen? Du kannst mir was anderes abnehmen, da. Kann ja auch was anderes abnehmen. Ja. Danke. Ich hab's noch. Ich hab einen Knüppel. Wir brauchen eine Werkbank. Wir brauchen einen Petri. Wir brauchen. Ja, brauchen. Gold. Schätze. Wir sollten looten gehen. Wo ist mein Schiff? Ja, stimmt. Wo ist dein Schiff? Ich weiß es nicht. Ich muss ja mal Floß bauen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich muss wieder mobil werden. Kannst du das schon? Nee, bestimmt. Nein. Oder? Ach Quatsch. Nee, noch nicht. Wann kann man das nochmal? Weiß es nicht. Nee, kommt gar nicht. Nicht so. Ich glaube, so spät kommt es nicht, oder? Ich glaube, es kam letztes Mal früher. 16. So. Ja, dann ist das ja gar nicht so schwer. So. Fasern, haben wir noch Fasern drin? Fasern habe ich in die Kiste gepackt. Fasern haben wir da noch drin, das ist gut. Dann kann ich mal ein bisschen was anderes ablegen. Ich mag mein Holzdach, mein Strohhaus. Mein Strohhaus. So, warte mal, wie ging das hier noch gleich? Da. Oh Gott. Holzdach. Okay. Soweit, so gut. Aber ja, auf jeden Fall haben wir uns dann irgendwann entschlossen, einfach nehmen wir mal ein bisschen Ark auf und gucken mal, was die Leute dazu sagen. Ob es denen denn gefällt. Weiterhin. Ob es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, lasst uns doch ein Like da und geht mal auf Leas Kanal. Die kann das noch viel besser als wir. Und das war ich zu bezweifeln. Nein. Lass mich als alter Veteran das doch bitte einschätzen können. Okay. Aber wenn du das fragst. Ach Gott, ich komme nicht von der Stelle. Hab ich noch was? Holzrand? Was fehlt mir jetzt schon wieder? Fasern, verdammt. Habe ich keine Fasern mehr? Die ist alle verbraucht. Was zur Hölle? Komm her, du hier? Schaffst es! Renn! Tu mein Bestes! Was? Nein! Ich hab euch mal jeweils. Das ist gemein. Ich hab euch mal jeweils einen Bogen da reingepackt in die Kiste. Geil. Voll. Du bist viel zu groß fürs Haus. Warum? Raus! Ich komm nicht mal durch die Tür. Boah, ja, darum. Ah, immer das Gleiche. Hat schon einer Fleisch? Nee, wa? Also verdorbenes meine ich? Ja, toll. Jetzt passt wegen diesem Kackbogen mein. Doch, mein ich hab noch 10. Holz nicht mehr rein. Ja, pack mal. Ich pack's mal in den Mörser, wa? Dann kann ich mal ein bisschen. Narkotika bauen. Jo. Kann mir jemand Holz abnehmen? Ja. Vielleicht mal jemand eine Kiste bauen oder so. Bau mal eine Kiste, Alex. Ich baue eine Kiste. Kann keine Kiste bauen. Ich brauche Stroh. Ich komme nicht zur Kiste. Kann mir jemand Stroh bringen? Warte. Haben wir Stroh dabei? Nee, hat er nicht mehr. Also hier. Stroh habe ich noch. Braucht ihr? Warte, hier hast du Stroh. Ah. Okay, ihr klärt das schon. Okay. Ja, wir. Kiste. Versuchen zumindest. Ach Gott. Das brauchen wir. Oh Gott, ich habe 2 Punkte. Geil. Dann hier mal ein bisschen Gewicht. Oh, zack. Genau, Gewicht. Ich habe das Leder weggepackt. Okay, fürs Bauen bist du zuständig, hast du gesagt. Jo. Brauche ich da nichts lernen. Okay, gut, dann warte ich erstmal noch. Ich gehe wieder auf Bauen. Geil.
Achso, scheiße, kann ich ja noch gar nicht. Ha! Was Mist. Kannst du nicht? Betäubungspfeile, aber die soweit ist ja noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ich muss da noch ein bisschen leveln. Und wird's eigentlich schon wieder dunkel. Apropos, ich sollte mal eine Fackel bauen. Ich sehe ja nichts wie im Dunkeln. Hast du die Nacht beschleunigt eigentlich? Nein, glaub nicht. Oh Gott. Okay. Ja, ich sag doch, alter Veteran hier, ne? Ja, wenn es in arg dunkel ist, dann ist es halt dunkel, ne? Dann ist halt dunkel. Dann ist es halt, dann ist es halt dunkel. Dann muss man damit leben. Hallo Schildkröte, wie geht es dir? Lass mich auf dich reiten. Bauen wir einfach eine Fackel.